Hallöchen Leute und willkommen zurück zu. Stardew Du hast eine Mission und zwar. In die Höhle, oder? Ja, stimmt. Ja, in die Wegen dem Höhle. Krebs. Du fragst mich doch mal. Ja, wir haben den Tag wiederholt. Ja, Oh, du stimmt. hast eine Träne bekommen. Ich glaube, letztes Mal war es was anderes. Kann sein. Ja, hier brauchen wir die Kokosnuss für den. Egal, können wir noch ein anderes abschließen. Kann ich später machen, wenn Warte, ich ich. gebe dir mal die Kupferbahn. Warte, ich tue sie hier rein. Wieso? Keine Ahnung, vielleicht kannst du Synthese machen. Du hast jetzt Du 6 kannst, Stück. hast auch inzwischen den Skill. Wo ist das? Ah, Bei hier. Crafting und weiter nach unten. Ah, ja. Wenn du runter scrollst, kannst du auch den R3 benutzen. Ja, ich gehe dann mal. Ah, ja, stimmt, ich kann ja inzwischen die Maschinen benutzen. Ja. Aber ich tue erstmal das da rein. Was? Gar nicht gehört, dieses Dümm Ja, oder das hat ist auf die einmal. Musik. Ja, dann hat er vom aufgehört. Naja. Ah, jetzt. Jetzt läuft's. Ich mag den Soundtrack. Ich auch. Der Winter hat den besten Soundtrack im Spiel, finde ich. Und Oh. Sommer. Oh, die Krebse sind eigentlich so gut wie überall. Außer halt in den Eisebenen. Ja, dann geh halt nach oben oder so. Aber hier sind die Insekten. Ist doch egal, die sind One-Hit tot. Du hast das stärkste Schwert des im Game. Trotzdem Insekten, die sind nervig. Ich guck vielleicht doch mal, ob hier vielleicht doch noch eine Miesmuschel oder so ist. Weil die bräuchten wir ja auch für das eine. Dann hätten wir eigentlich das im Aquarium auch schon fertig. Dann ist eigentlich nur noch. Ach, wir müssen wegen einem Fisch müssen wir sogar bis zum Sommer warten. Welchen? Der Stör. Hast du den nicht schon mal? Nein. Ich glaube, der ist nur im Sommer. Ich kann aber noch mal gerne nachgucken. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, die ganzen Fluss-Teichfische habe ich. Ah, ja, okay, gut. Ist ein Teichfisch. Den hier und Flussfische sind, glaube ich, alle im Frühling. Ich muss jetzt wirklich jeden einzelnen Stein ausprobieren, ob da wirklich, ob das der Gegner ist. Und dann ist es ja nicht mehr. Desperate Times. Und dann ist es ja nicht mal sicher, dass es der ist. Stardew Valley Fish. So, warte, Stör. Okay, ich weiß noch, wie ein Stör aussieht. Der sieht nämlich ganz komisch aus. Da hier, das ist ein Stör. Der ist im Sommer. Und im Winter! Wo? Mountain Lake. Ja, stimmt. Muss mich beeilen. Von den hat er, du hattest den schon mal, aber hast halt, glaube ich, verkauft. Nein, den hatte ich noch nicht. Ich hab im ganzen Winter noch nicht da oben gefischt. Ich war immer nur da unten. Weiß ich Ich gar liebe nicht, mein ganz. Leben. Die sind wenigstens One-Hit tot. Dennoch. Ja, ist halt nerviger, mein Gott. Du bist Indiana Jones mit dem stärksten Schwert im Game und die machen dir einen Schaden. Echt jetzt? Ja, warte, guck. Ja, du lass dich mal treffen. Oh. Ein Schaden. Also machen die in der Höhle dann mehr als so viel mehr? Die anderen, ja, weil die stärker sind, die sind ja so schwach halt. Wenn du in niedrigere Ebenen gehst, machen die auch noch mehr Schaden. Ne, aber früher haben die auch keinen Einschaden bekommen. Und wir haben auch keine Ja, wir sind halt aufgestiegen, Level. sowas gibt's nicht, also es gibt keine Doch, richtigen Stats. Kampfstufe bestimmt. Ja schon, aber Wohin das laufe ist ich denn? Ich bin Leben. total dumm. Das ist wenn er Leben Kampfstufe. So, bitte lass mich einen Stör fangen. Komm, ich schlag gerade alle Steine mit meinem Schwert. Yes! Komm schon, Stör, Stör, Stör. Komm schon, Krebs, Krebs, Krebs. Nein! Ich suche nach einem Stör, du guckst nach Mr. Krabs einfach. Ja, es ist eher mehr so ein Einsiedlerkrebs mit dem, wo die halt ganz selten die Muscheln wechseln. Die haben ja so eine Panzerung. Ich denke Und auch, wenn wir dass nach sie. einem Hummer suchen, gucken wir nach Larry. Mods Larry? Ja, ich liebe Red Larry, der ist super. Ja, aber ich fand ihn ein bisschen, weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Manchmal mochte ich ihn, manchmal mochte ich ihn Er hat nicht. halt Muskeln, das ist halt seine Persönlichkeit gewesen in der Serie. Ihr Muskelbrain halt. Master Brain. Oh.
Instant Und einfach. ein Schatz. Instant. Yes. Nice, okay. Den hätten wir schon mal. Jetzt muss ich nur noch. Oh, je, na. Wenn mich nicht alles täuscht, fehlen mir nur noch drei Fische. Insgesamt. Ja, dann haben wir Aquarium fertig. Und dann halt noch jetzt deinen Krebs. Und noch was anderes von dem. Und dann haben wir Aquarium fertig. Dann müssen wir halt auch noch auf Frühling warten. Ja, richtig. Ja, Frühling ist genau. Dann sind da, glaube ich. Ich gucke, wie schon gesagt, nochmal nach. Aber ich bin mir sicher, die waren alle im Frühling. Das heißt, am Frühling wirst du mich nur noch an einem Fluss sitzen sehen. Was sehe ich dich so oder so nur? Ich habe noch nicht an einem Fluss ge. Also doch, den einen habe ich gefischt, den Katzenfisch, den So habe ich schon generell in gefischt. letzter Zeit sehe ich dich nur noch an einem Fluss Ja, ist doch oder. gut. Dann hab ich, wir haben wenigstens Aquarium fertig. Das ist eines der nervigsten, würde ich eigentlich sogar Eigentlich, sagen. weil wir dich haben, eigentlich war es nicht mal so nervig. Ja, aber ich meine allgemein, es ist ein sehr großer Krampf, die genau diese Fische zu bekommen, meine ich. Ja, immerhin etwas. Ah, süß. So, und jetzt gucke ich gerade noch mal nach. Ich frage mich, was die ganze Zeit da tragen immer. Sind es so Geschenke oder wie? Weiß ich nicht. Also hier Flussfische, genau. Also einmal hätten wir Gottes. Nee, Katzenfische. Nee, Tigerforelle, den gab's im Gottesfisch Winter. hatten wir schon mal bekommen. Das ist immer der allererste Fisch, den wir haben. Hatten. Ach echt? Ja, gut, das ist ja ewig her schon, leider. Warte mal, Catfish, sollte ich eigentlich easy hier finden. Catfish, genau. Hast du nicht schon mal nachgeschaut? Genau, Frühling. Ja, ich gucke nochmal einfach nach. Ach so. Um mal sicher zu gehen. Ja, Katzenfisch ist Frühling und Herbst. Gotteslachs muss ich jetzt gerade gucken, weil ich weiß ja nicht, wie der auf Englisch heißt. Das ist nämlich eine englische Website. Tiger Trout ist es, glaube ich. Nee, das ist nicht Tiger Trout. Das ist kein Tiger Trout. Das sieht anders aus, der Fisch. Ah, ich gucke jetzt Deutsch. Hoffentlich gibt's Deutsch. Okay, ein Amethyst. Wenigstens einen Edelstein gefunden auch noch. Leider nur Nein, ich will einer. kein Gruselfisch. Ich hab Gruselfisch. Okay, es gibt doch eine deutsche Website. Okay, es tut mir leid. Hast du auf der Haube die ganze Zeit geschaut? Ja, ich dachte, es gibt da keine deutsche. Gut, dann Warte ist das, kurz. macht es hier schon mal einfacher. Gotteslachs und Blaubarsch noch. Was machst du? Ich möchte selber was nachschauen, wo ich immer geschaut habe. Katzenfisch. Ja, Katzenfisch Frühling, okay, alles richtig. Gotteslachs ist hier. Gotteslachs ist auch im Frühling. Hä? Also es gibt eine. Ich habe immer auf der geschaut. Ja, ich bin jetzt gerade auch auf der Hä? deutschen. Ich dachte, du hättest auch immer die benutzt Nee. beim. Okay. Blaubarsch brauche ich jetzt noch. Genau, hier ist der Blaubarsch, okay. Ja, alle im Frühling. Naja, Alle. immerhin müssen wir nur noch auf Frühling warten. Ja, und da können wir dann auch das andere abschließen. Ey, wir können uns theoretisch Anfang Frühling aufsplitten. Dass du das eine machst mit den Dingern sammeln. Welche? Das Handwerksraum. Der Handwerksraum. Achso, Das hier. das. Ja, das, da müsst ihr sowieso ein paar Tage warten, damit die spawnen. Ja, und dann gucke ich nach den Fischen. Also ich gucke auch mal, welche Uhrzeit die alles sind. Wahrscheinlich aber auch wieder 6 Uhr bis 7. Rubin? Und was wetten wir, die sind wahrscheinlich 6 Uhr bis 7 Uhr wieder. Also 7 Uhr abends natürlich, sonst wäre es ein bisschen Ich dachte kurz schon Krampf. was, hä, so früh? Nee, das ist ein Krampf. Nee, 6 a.m. bis 7 p.m. Katzenfisch. Früher hatten wir schon ein paar von denen. Ganztägig. Katzenfisch ist ganztägig. Tigerforelle brauche ich nicht. Blaubarsch brauche ich, der ist. Okay, 9 Uhr bis 2 Uhr. Also eigentlich auch den ganzen Tag. Und wen brauche ich dich noch? Gotteslachs. Ja, Gotteslachs ist 6 Uhr bis 7. Jetzt komm Katzenfisch ist her. ganztägig und der andere ist erst um 9 Uhr im Fluss. Okay, und der Fluss da unten sollte, glaube ich,
zählen als der Fluss dann. Hast du schon eine gefunden? Nicht ansatzweise. Ich hatte es kam gerade mal zweimal Krebse und die haben nichts gedroppt. Ja, schade. Sonst können wir auch morgen nochmal nachgucken. Ah, stimmt, die Geoden habe ich gar nicht gecrackt, aber weißt du was, weißt, ist gar nicht mal so schlimm. Weil ich gucke jetzt gerade immer im Wahrsager, ob ich überhaupt heute Glück hätte. Ich glaube nicht, weil ich habe ja nur Scheiße bekommen. Oh. Der Tag liegt in deinen Händen. Du hast heute Glück. Ein bisschen. Ich glaube, das ist einer der besseren sogar Aussagen. Aber ich glaube, morgen ist dann wieder... Ja. Morgen ist, glaube ich, besonders viel Glück dann. Dann mache ich es morgen. Ich habe jetzt sowieso Fisch, muss ich sowieso nicht mal fischen. Aber sind die auch ganz unten? Hm? Krebse. Die sollten in den ersten, also in der diesem Gebiet hier, also nur im Standardgebiet sein und im Magma-Gebiet. Sollen wir uns dann morgen aufsplitten? Einfach. Ja, wieso nicht? Dann werde ich nach unten gehen. Wollte eigentlich schon heute unten gehen. Aber ich dachte mir, na, Fläche ist hier höher Wahrscheinlichkeit. Aber ich war schon lange nicht mehr hier, so spät noch. Stimmt, ja, aber jetzt wo wir die Mine haben, also die Lore meine ich. Meine Fischsammlung hat sich wieder erhöht. Ja, ich hab's mit Absicht gemacht. Lore. Ich hab's mit Absicht gemacht, keine Sorge, weil. Obwohl die. Ah, du bist schlau. So, fällt dir erst jetzt auf? Und vielleicht entdeckst du Alien. Na, so. Vor allem du sagst, vielleicht entdecke ich in Alien, während du ja schon einfach dabei bist herzukommen. Ja. Ich habe gerade dran gedacht, ich kann ja auch da hinkommen. Ja, jetzt hätte ich gerade das Easter Egg machen können eigentlich mit den zwei Leuten, aber das war krass. Die spawnt ja einfach und spawnt dann im Haus. Ja, finde ich auch komisch. Liegt einfach schon im Bett, du Sack. Das spawnt dann halt einfach im Bett. Ich muss vor dem. Komm kurz her, ich geb dir das Kokos. Och, wir sind wieder aneinander vorbeigelaufen. Oh, jetzt bin ich wieder rausgelaufen. Dankeschön. Bitte. Bei wem war das nochmal? Gas. Ah ja, stimmt. Der Bistro-Inhaber. Ja. So. Ja, ich habe einfach ein paar Sachen verkauft. Einfach null. Hätte ja sein können. Ich wusste, dass es null gibt. Ja, aber hätte ja sein können, dass es vielleicht doch ein Gold wegen Nö, aber ist mir noch nie passiert. Maru. Ja, du willst deine Schleime züchten. Weiß ich doch. Wow. Deswegen haben wir einen Frosch gerettet, Sebastian. Aber die Amphibien halten ja Winterschlaf. Ja. Mach dir keine Sorgen, Sebastian. Oh, warte, ich guck Wahrsage. Ja, ich schau dir wieder Höhle. Ich gehe in die Tieferin jetzt. Bist du nach unten? Yes. Was? Achso, oh Gott, ich dachte gerade schon. Was, sorry, ich bin gerade blöd. Was, ich dachte, du gehst in die Wüste. Nein. Ich habe vergessen, dass da... Du bist sehr glücklich. Also es ist mein Cue zu gehen. Die Roten haben immer einen. Die Roten haben in den meisten Fällen. Die Normalen haben keinen. Das sind ja nur die Roten.
Hab's ja nicht so lange Stardew Valley gespielt wie du, aber ich weiß das. Weil ich nämlich oft welche hatte, die mich dann einfach abgefangen haben. Och man, man hat ja scheiß offen. Töte. Boah, ernsthaft jetzt? Ja, am längsten. Ich hab Einbrecherschwert. Einbrecher. Von der Fledermaus, vor allem. Es ist vielleicht ein... Das verkackte, verlorene Buch. Was meinst? Ja. Da unten steht's vor allem. Ich dachte die ganze Zeit, ich denke halt die ganze Zeit, du bekommst noch eins. In dem Sinne. Ach so. Nee, es gibt nur ein verlorenes Buch anscheinend. Mit dem man nicht mal was machen kann. Wir schauen mal online nach. Während du. Wir haben eh. Du musst eh warten, sag mal so. Ja, okay. Und kannst Pause geben, falls ich mal Pause geben muss. Wegen Gegner und so. Mir einfach. Okay. Ja, stimmt, ich habe ja schon einen Durchgang gemacht. Verlorenes Buch. Buch. Bücher, die gefunden werden können, das läuft man von Artefakt. Sie können auch inzwischen. Ja, verlorene Bücher werden automatisch zum Bücherregal im Museum hinzugefügt. Ach so. Ach so. Ach, das sind die Bücher, wo man da immer liest. Ah. Ah, wünsche mir Glück. Ja. Yeah. Endlich. Ich habe mir vorher wäre einfach so despawned. Okay, ich brauche mal eigentlich, wenn wo kann man den Hummer überhaupt finden? Weißt du das? Im Fluss. Also den Hummer, ich weiß nur den Flusskrebs. Ah ja, okay, Flusskrebs. Also muss ich im Fluss angeln. Ist es immer? Ich weiß es nicht. Soll ich mal versuchen einfach? Ich versuche einfach mal, ich habe eh nichts zu tun. Okay, der ist neu. Nee, der ist nicht neu, den hatten wir schon mal. Ja, aber den hast du nicht gespendet, meine ich. Ich rede hier gerade vom Spenden. Warum gehe ich eigentlich? Ich möchte eigentlich nach unten. Damit wir endlich mal den Teenage Mutant Ninja Turtles Bescheid sagen können, dass wir auch hier leben. Achso, ja stimmt. Teenage Mutant Ninja Turtles. Gute Serie. Ja, ich vermisse generell meine Kindheit. Same. Ich will nicht diese Trommel. Ah, das ist der Steuerantreiber. Louis, ja. Ja, schau mal, was der noch hat. Wir sollten auch ein paar, also mindestens einen Apfelbaum kaufen. Weil, ja, für den Bundle brauchen wir auch Äpfel. Ach, stimmt. Okay, der ist auch neu. Just Peace. Oh! 6, okay, geil. Wir sollten dann, glaube ich, wieder 2 Iridiumbarren haben und können uns einen Kristallisator holen. Good News. Guten Tag. Aber wir bräuchten halt wieder einen bunten Kristall. Ja, den könnte man dann auch hier spenden. Ja, so. Da wird hier. Ah, ist schon 12. Hab ich einen Tokos? Ja, okay, hab ich. Ist bestens lame. Da komme ich auch gerade vorbei. Ja, 600. Achso, Hummer, hier stimmt. Das habe ich gar nicht gesehen. Bringen wir den Lendorf. Hallo! Du hast so lange vor ihm gestanden, dass er einfach weg von mir auch gerannt ist. Warte kurz. Die NPCs müssen innerhalb von einer gewissen Zeit... Ich weiß, deswegen rennen die auch. Das ist übrigens auch ein kleiner Tipp, du weißt ja, wo Pam wohnt. Yes. Wenn sie aufsteht, stell dich vor sie, dann geht sie schneller zum Bus. Ja, das ist auch so eine kleine Speedrun-Taktik. Okay, geiles Speedrun-Game, ich weiß. Ja, toll, dass ich mir dein extra Totem hole. Ach so. Oh warte, gib mir gerade den Flusskrebs. Nicht Flusskrebs, sondern den. Krebs. Ja. Warte kurz, ich tue einfach generell alles hier rein, das Auto. Oh wow, nichts.
Ja, tue ich auch den direkt rein. Dann gucke ich mal, ob ich den fange. Weil da ist Iridium-Erz drin, ne? Wir können sogar zwei weitere Barren machen, weil wir schon vier haben. Also haben wir drei Barren. Ja. So. Den Baum pflanze ich einfach mal nebenan. Gott, habe ich da jetzt viel reingelegt in die Kiste, ey. Okay, warte mal, ich gucke jetzt gerade selber mal nach einem Flussgräser. Wenn man ihn angeln kann, sollte er eigentlich angezeigt werden. Wieso habe ich die Scheiße wieder geschlossen? Ich bin doch echt hohl. Und hast du denn ausprobiert, ob die Gilde dann Schwerter kaufen kann, es verkauft? Also, dass man die verkauft? Nee, du hast doch gesagt, das solltest du dann behalten. Flusskrebs. Er kann im Süßwasser in jeder Jahreszeit doch Krabbenreusen gefangen werden. Ach so, das ist per Item. Hier Crafting, wahrscheinlich. Schau mal bei dir. Warte. Warte nicht so schnell. Ja, rechts, rechts, ein bisschen weiter rechts. Noch eins. Das da. Holz und Eisenbahn. Okay, ich schmelze welche. Dankeschön. Ah, wir haben nicht genug Eisenerz. Ich? Nee, wir könnten uns gerade mal einen Eisenbahn Ich machen. brauche einen. Einen nur. Warte. Das waren doch drei. Oh, es Ja. waren drei. Ich gehe in die Höhle. Also Mine meine ich. Okay. Wie benutzt man diese Krabbenreuße? Die tut man ins Wasser. Einfach ins Wasser legen und dann wird einer gefangen, oder wie? Mehr sollte nach einer Zeit kommen. Okay. Und man muss dann einfach damit interagieren und dann. Ja, es ist wird glaube ich automatisch gemacht. Es ist wie der Kristallisator und man tut aber statt halt ein Edelstein rein zu tun, muss man ins Wasser tun. Ach so. Und es ist dann randomized, was Okay. reinkommt. Ja, dann tue ich den schon mal in das Es kann aber auch Ding Müll schütten. rein so rauskommen. Ja, man kann es ja. Wie oft kann man es benutzen? Endlich oft, oder? Yep, Ja, sollte. dann ist ja okay. Und ich mache einfach, baue ich auch mehr ab, also für mehr. Machen wir einfach mal drei oder fünf von denen. Ja. Kann man die an verschiedene Flüsse hinstellen? Wir könnten neben, also es bringt auch was nebeneinander. Ja, okay, dann machen wir es halt so. So. Guck mal, das Bündel heißt sogar Krabbenreuße. Also wir müssen den nicht unbedingt sammeln, wir können auch bis Frühling warten und die eine Muschel sammeln. Ja, egal, lass halt einfach gucken, dass wir den Flusskrebs halt einfach haben. Damit wir Also wenn wir nämlich. haben, dann können wir machen, Dann können aber. wir im Frühling zwei ganze Bundles abschließen. Das Aquarium und den Handwerksraum. Dann fehlen nur noch, in Anführungsstrichen nur noch, das hier und Das das komplette. Schwarzbrett. Ja, und das Schwarzbrett. Schwarzbrett haben wir schon ein paar. Eins haben wir, glaube ich, da fertig. Ich meine, schon ein paar, also eines komplett und ein paar einzelne Sachen noch drin. Ja, genau, also das hier ist ja auch noch richtig scheiße Wein. Granatapfel ist Ja, nicht müssen wir meins. halt auf Sommer oder Herbst warten, glaube ich. Sonnenblumen gibt es wahrscheinlich im Sommer. Offensichtlich. Und eine Entenfeder. Und hier können wir das hier noch reintun und dann müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir das hier noch bekommen. Trüffel und Spiegelei. Spiegelei, boah. Vielleicht müssen halt schauen, ob wir es irgendwann mal kaufen können und dann halt Ja, einfach vielleicht bei. in dem, nee, nicht bei Gas, ne? Nö, oder? Weiß ich nicht. Ist er noch offen? Sollte noch offen einen haben, um 22 Uhr, so erschließt er, glaube Ja, ich. der ist noch nicht an. Er will aber nicht mit mir reden. Ja. Brot, Spaghetti, Pizza, Kaffee. Nope. Aber ich glaube, schau mal ein Rezept wegen Spiegelei. Das ist ein Omelett, nein, das ist was anderes. Kannst du mal nach Hause gehen und dann schauen wegen Rezept? Aber ich glaube, entweder haben wir das schon dann. Das allererste Rezept, was schon Standard drin ist. Ja, okay, bei Spiegelei kann man auch nicht viel falsch machen. Er braucht halt ein Ei. Wie kriegen wir das Ei? Normalerweise halt durch die Tiere. Ja. Müssen wir erstmal einen Tierstall anschaffen. Und Hühnern dann. Ja. Und generell Tiere kosten viel.
Einmal hier. Ja, hier Spiegelei. Du brauchst einfach nur ein Ei. Ja, offensichtlich. Pfützen Eisenerz. Naja. Die ganze Vene. So, der Stardew Valley God kommt einfach und sagt so. Wie ist doch mal der Entwickler? Concerned Ape. Kam kurz zu uns runter und hat uns einen kleinen Segen gegeben. Nein. Genau diese schwarzen Dinger, da geben gut Kohle manchmal. Achso, die! Ja. Welche anderen schwarzen Dinger? Es gab noch mal so, wo humanoid aussahen. Also leicht. Das ist Frosch. Hundi. Apropos, wo ist der Hund? Ist er schon tot? Schon. Nee. Tiere können nicht sterben. Leider. Eigentlich habe ich Darf ich dir ein kleines Quiz geben zu Stardew Valley? Ja. Wie heißt der Antagonist von Stardew Valley? Demetrius. Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten, okay? Okay. Einmal Lewis. Clint. Morris. Oder Demetrius. Morris war der Georgia-Ding. Ja. Yeah. Morris. Ja. Aber Demetrius hätte ich gern durchgehen lassen. No, Sebastian! Achso, dein Mann. Ja, weil er immer von der einen Seite reinkommt und mich dann immer, da an der Ecke hockt und dann wartet. Und mich dann beiseite schiebt. Oder über mich rüberklettert. Wie viel Eisen hat 27? Wie viel Eisen jetzt braucht man? 4, oder? 5 für einen Eisenbahn und eine Kohle. Oh, ich hab einen Fisch bekommen. Fisch. Ey, guck mal, jetzt hast du deinen dritten Fisch schon geangelt. Nee, jetzt hier ja nicht als geangelt. Nicht? Nein. Ansonsten hätte ich hier ja schon, wäre es schon angeangelt. Aber das war auch einer, wo wir brauchten für ein Ding, aber den habe ich ja schon eingesetzt. Und übrigens, weil du dich letztes Mal so beschwert hast, dass ich gesagt habe, dass Grün immer gewinnt. Grün hat eine 75%ige Chance zu gewinnen, Orange eine 25%ige Chance. Boah, und dass ich das bis 2000 geschafft habe, ist echt gering. Ja. Dieses Gebiet wimmelt von Monstern. Ja, ich geh mal. Ja, da wimmelt es eh nur von Monstern. Was? Kannst du nicht. Was? Kannst du nicht Cursor machen. Ja, jetzt erst. Genau, auf hier drauf. Ja, wir haben so viel Scheiße da reingelegt. Ja. Hat so wenig gebracht. Wenigstens bekommen wir pro Tag ungefähr 2000 mindestens im Durchschnitt. So. Das Herz bei deinem Kind ist verschwunden. Was? Das Herz bei deinem Kind ist bei mir verschwunden. Bei mir sind beide noch da. Wenn meine ausgewachsen. Jawohl, endlich mal back dein Kind. Wenn meine ausgewachsen ist. Hey, jetzt ist es wieder normal. Wenn das seitlich läuft. Ja, immerhin nicht so schlimm wie bei meinem Kind. Wenn meine ausgewachsen ist, gebe ich ihm den Hut hier. Und dann werde ich nachher wieder mein. Den Fedora. Ja, yeah, werde ich wieder mein Strohhut haben. Gentleman. Jetzt komm mal rüber, ich will mal gucken, ob der Bug immer noch besteht. Ich glaub schon. Oh! Ja! Sie ist kein Vorhang mehr. Was für ein Keller. Deiner ist nicht besser. Ja, weil ich noch nichts reingestellt habe. Weil ich hab hier wegen so eine Art wissenschaftliche Ecke. Wir erforschen hier Pyramiden.
Illuminati eher. Halbfertige Skelette, das Weltall, Aliens, eine Werkbank. Der Soundtrack ist besonders gut, finde ich. Brauchten wir nicht noch das da hier? Das habe ich schon abgegeben. Das war, glaube ich, für den Winter. Also für die. Guck mal nochmal nach, bevor du irgendwas abgibst. Ich glaube, es war dafür, ja, aber ich glaube, das haben wir schon abgesteuert. Das haben wir abgeschlossen schon. Ich schaue noch nach. Uns fehlt dann wirklich nur der Frühling. Bei zwei Bündeln müssen wir wirklich auf den Frühling einfach warten. Hier halt. Also das können wir zum Beispiel direkt machen nächstes Jahr. Also nächstes. Ja, wirklich eher nächstes Jahr. Warte, ich guck mal gerade, weil ich habe ja Marnie als Partner. Als Wichte. Also ihr müsst auf jeden Fall Pastinaken 5 Goldene haben. Ja, also 5 Pastinaken müssen wir mehrmals machen. Was müssen wir machen? Pastinaken. Ja. Für das da hier, also ich würde sagen. Oh. Das ist halt Frühling. Ja, und dann so viele auch noch. Eines unserer größten Probleme, würde ich sagen, ist das da hier. Da war voll ein Stoff. Ah. Oh Mann, das habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach instant gedacht, so ja, let's go. Wir können, warte, Gelee, das ist Marmelade wahrscheinlich. Wir können auch mit Früchten Marmelade machen. Quarz, Maxi. Warte. Wir haben noch einen Ziegenkäse. Wir müssen noch eine Käse. Ziegenmilch. Ja, aber wir können Käse machen. Ziegenkäse und das ist, brauchen wir. Soll ich mal gucken, ob die da unten was irgendwas hat? Oh, warte, ich muss die Folge beenden, oder? Ja. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Stardew Valley und ciao. Ciao.